Ich tue mal unseren Vogel weg. Ich tue mal mit der Steuerungstaste und dem Mausradl rauszoomen. Dann sehen wir wieder unseren Arbeitsbereich. Und meistens steht ja da dann irgendein Name. Wenn ich einen Namen schreiben will, dann gehe ich mal da links auf das Textwerkzeug. Und spätestens jetzt soll es einem auffallen. Immer wenn ich ein Werkzeug auswähle, ändern sich da oben die Möglichkeiten, die man da tun kann, die man da verwenden kann. Jetzt klicke ich einfach irgendwo einmal hin und schreibe mal. Ja, also die Schrift ist jetzt einfach einmal so eine Standardschrift. Aber ich kann das behandeln, dass wir in einer Textverarbeitung, ich kann es also markieren. Und dann habe ich da links oben die Schriftart. Da suche ich mir einfach eine aus. Völlig wurscht. Da sind in der Schule wahrscheinlich andere Schriften installiert, als bei mir jetzt da. Also ist es eh ganz egal, was ich da nehme. Nehme ich zum Beispiel das da. Meistens hat man bei den installierten Schriften dann noch verschiedene Stile. Normal, kursiv, fett oder fettkursiv. Nehmen wir mal da bold. Und das nächste wäre die Größe. Schauen wir mal auf 72, dass es ein bisschen größer wird, oder 144. So. Das war es auch schon. Auswahlpfeil. Ich kann wieder alles Mögliche damit tun. Aber das ist immer noch eine Schrift und nicht eine Vektorgrafik. Dann sage ich zum Beispiel, ich möchte da ein Rechteck drunter haben. So. Wir wissen schon, da muss ich bei Rx 0 reintun, bei Ry 0 und dann habe ich da ein Rechteck. Ein bisschen schmäler, so. Auswahlpfeil. Jetzt kann ich da sagen, Steuerung C für kopieren. Das funktioniert also auch so wie in alle anderen Programme. Klicke wohin, Steuerung V. Dann habe ich da den gleichen Balken, den tun wir da oben drauf. Das schaut schon mal gut aus. Und jetzt müssen wir da immer dran denken, wir brauchen Vektoren, damit das der Vinylcutter ausschneiden kann. Das sind aber jetzt alles Objekte, nämlich Schriftobjekte und Rechteckobjekte. Ich markiere also alles, gehe hinauf Pfad, Objekt in Pfad umwandeln und schon ist das alles weder eine Schrift noch ein Rechteck. Das merkt man eben, wie gesagt, wenn ich da auf den zweiten Auswahlpfeil gehe, mal hineinzoomen, damit ihr das seht. Und ich klicke jetzt da das A an, dann habe ich da überall diese Knotenpunkte und jeden einzelnen kann ich da bearbeiten. Steuerung Z. Aber Schrift ist das keine mehr. Und jetzt kann ich da, damit ich sehe, was passiert, Füllung und Kontur. Dann nehmen wir da alles. Hoppala, ersten Auswahlpfeil. Wir wählen alles aus. Sagen bei allem keine Füllung. Weg ist die Füllung. Farbe der Kontur, dann nehmen wir eine. In dem Fall RGB, alle nach links auf 0. Deckkraft ganz nach rechts. Unschärfe 0. Deckkraft 100%. Und schon habe ich da, so wie wir es vorher eingestellt haben, na, haben wir nicht. Nehmen wir wieder Millimeter, 0,2. Passt, das ist gerade für uns zum Schauen. Und damit haben wir da unser erstes Logo. Beliebte Fehlerquellen bei dem Logo ist, wenn ich das auf ein T-Shirt drucken will und ich nehme das und drucke es aus, dann kann ich es dann gleich in den Müllkübel werfen. Eine so eine Folie kostet 1,80 Euro, gell? Weil wir müssen nämlich das alles nehmen. Was noch passieren kann, das ist da, ich nehme was. Ah, jetzt habe ich es verschoben, gell? Das wollte ich eigentlich nicht. Muss ich mal Steuerung Z nehmen, dass es wieder da ist. Ich kann alles markieren. Und ich mache da jetzt eine Gruppe draus. Objekt. Da oben. Gruppieren. Und jetzt ist das ein Teil, gell? Das kann ich nicht mehr auseinandernehmen.
Und in dem Fall sage ich, ich wähle das jetzt aus. Dann habe ich da gleich einmal, wenn ich das ausgewählt habe, die Möglichkeit, das zu drehen oder zu spiegeln. Da schaut man am besten auf die Symbole. Das erste Symbol spiegelt man das auf das. Und so schneidet man das für die T-Shirts aus. Weil das wird ausgeschnitten, verkehrt rum dann aufs T-Shirt gelegt, dann wird es angebügelt und damit ist ja nachher die Schrift richtig oben. Das war also das Gruppieren und Spiegeln.